Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ori 2 The Will of the Wisps. Und ja, wir befinden uns in diesen Brunnenquellmühle und versuchen die mal jetzt in Gang zu bekommen. So. Können wir jetzt hier runterhüpfen, denn die Tür ist ja auf. Boom. Dann gehen wir mal rein. Beziehungsweise wieder raus anscheinend. Okay. Was sagt der Moki zu uns hier? Der Brunnenquell taugt nicht zum Wandern. Bei den ganzen Rumgekreise wird mir schummrig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Ich probiere es mal für ihn. Ich bin ja ein Netter. So, warte mal. Ach Mist. Nein. Ist doch gar nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. So. Nein! Was gut hier ohne zu springen? Ich glaube nicht. Wirklich nicht. Hä? Nicht rum? Wo ist der? So, wie kommen wir jetzt da hoch? Sala. Okay, jetzt habe ich die Lampe zwar leer gemacht. Aber dann gehen wir in die Richtung. Sollen wir nochmal rein in die Tür? Machen wir mal. Wir müssen ja gucken, ob wir den blöden Kompass finden da von dem Heini-Upaie. Mucki, Mucki. Oh, hier ist aber hell drin. Okay. Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach. Vor allem ohne eine Tasche um. Oh, das ist eine sehr große Tasche, die du hast. Ob ich sie wohl haben dürfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir für meinen alten Kräuterbeutel. Der Beutel ist alt, aber die Kräuter sind frisch. So frisch. Braucht die gar nicht suchen, die Leute. Die liegen alle auf dem Weg so ein bisschen, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Finde jemand, der Kräuter gebrauchen kann, das versuchen wir mal. Wir müssen in diese Richtung, glaube ich. Ah, okay. Oh. War jetzt nicht so clever, ne? Oh, wie dumm. Na gut.
Okay, so kommt natürlich auch. Oh, nein! So kommt natürlich auch raus. Ach nee, das war jetzt nicht so clever. Achso, ja. Ich sehe nicht so viel. Was? Okay. Oh. Und was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen und du musst deine Mühle reparieren. Und deine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Der erinnert mich so ein bisschen an den Affen von König der Löwen. Rafiki heißt er, glaube ich, ne? Nun löppt das Ding wieder. Na, guck mal, komm doch da drüben rüber, okay. Komm sofort. Ach du Scheiße. Mein Gott, jetzt wird mir schwummrig. Das ganze Ding dreht sich. Ah, es bleibt stehen. Okay. Das dreht sich jetzt noch weiter. Das ist aber, glaube ich, nicht so schwer, oder? Ja. Ich kam mir vor, als ob der erste Teil wirklich ein bisschen knackiger war. Bei einigen Sachen fand ich jetzt, aber vielleicht blieb mir das auch noch ein. Jetzt ist man vom ersten Teil so harte Sachen gewöhnt und hat sich schon dran gewöhnt, dass es dann leichter ist. Alter, Schwede, das hat nice gemacht. Ich hab das, glaube ich, nicht gedacht, aber egal. Ist noch runter? Nein. Alter, jetzt muss ich jetzt die Scheiße denn drehen. Komme ich überhaupt zum richtigen Punkt, mache ich die ganze Zeit das gleiche und ändere irgendwie nichts? Ach guck mal, da ist der Ausgang vielleicht. Da muss ich jetzt hin? Okay. Untenrum? Wahrscheinlich, ne? Ah, Mist. Hmm.
eigentlich ran? Okay, so. So. Die ist die richtige Stelle jetzt hier wahrscheinlich, ne? Oh, warte. Oh nein! Nein, das war ja dumm. Ich dachte, ich könnte warten, aber das kann ich gar nicht. Okay. Oh nein. Jetzt geht's aber ab, pass auf. Sorry. Du warst zu langsam. Okay. Okay, ist in die falsche Richtung. Wow. Nein, hoch. Okay. Warum machst du das nicht, wie ich das will? Warum? Verstehe ich nicht. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Nochmal. Alter Schwede, habe ich es gar nicht verstanden. So. Mein Gott, dieses Brunnenquellenmühle ist riesig. Aber die nächste Tür geht auf. Wird ja hoffentlich die letzte sein. Wüsste uns nicht mehr, was da noch so ein Ding kommen kann. Auf welchen Weg muss ich? Da geht's ja nicht längs. Muss ich wieder zurück? Scheiße. Die Karte angucken. Echt, muss ich echt hier zurücklaufen? Das ist ja blöd. Es gibt hier was an anderen Wegen. Ach da, okay. Ich rein kann. Oh, gut, das ist nicht. Eine Eisennadel. Du hast eine neue Gärung und zeigt im Wasser nach Norden. Hervor und sie rechtzeichen. Ah, das ist das Kompostding, das wir gefunden haben, oder? Perfekt. Dann kann auch hier unten irgendwo rausgeschrieben, ne? Ja, raus. Also hier, mit ihm reden. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier, nimm das Schuld beglichen. Golek-Erz, na gut. Na gut. So. Sind wir nicht höher jetzt? Ach da, okay. Alles gesehen. So, komm her, das Blau muss auch mal kommen, der hochbeamen kann. So. Müsste sozusagen die letzte sein, oder? Der Brunnenquell beherbergte einst eine große Bibliothek, Uri. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles ist einst verloren und das Wasser still. Die Legenden waren wahr, Geist. Die Brunnenquellbibliothek, sieh dir nur all dieses Wissen an. Aber es ist noch etwas, eine faulige Präsenz ganz in der Nähe, da riechst du es nicht? Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du dir mal an, wenn ich in den Büchern blättere? Ja, wer soll es denn sonst machen? Gucken wir mal, wir haben 600, das können wir da machen. Weißt du, was auf der Karte und tippen? Das ist natürlich cool.
Können wir mal machen, ne? So. Oh, na bitte. Oh, that's all. Okay. Gucken, was da oben ist. Speichern wir auf jeden Fall mal. Und viel mehr gibt es ja in diesem Raum auch nicht. Doch da oben leuchtet noch irgendwas. Wie komme ich da hin? Ist die Frage. Und da drüben der Sprung? Müsste klappen, oder? Oh, passt. So dumm. Warte geht's. Da ist was drin da unten. Mysteriöser Samen. Du hast einen neuen Quest geschaffen. Vielleicht weiß jemand, was man damit machen kann. Wie der Typ, der auch die Kräuter haben will. Kann ich da rumlaufen? Okay. Okay. War eine faulige Präsenz. Alter, ist das ein Monster. Gut. Vorwärts, weiter. Oh, wieder ein Run and Hide Ding. Alter Schwede, das ist wieder cool gemacht, ne? Oh nein, ich schaff es nicht. Das ist das, ne? Wir müssen ein Stück geschafft haben, wie im ersten Teil, ne? Das ist für mich immer so ein... Da sitze ich am längsten dran, aber ich liebe diese Stellen. Okay, das war dumm, dann hätte ich den Fähigkeiten, ne? Die Musik ist auch ein Träumchen hier drin. Oh.
Boah, das ist ein langes Level, glaube ich. Komm schon. Schon ganz schön nervig beim. Ich habe ja relativ zügig noch geschafft beim Rennen, aber trotzdem, da muss man schon wieder alle Fähigkeiten einsetzen, damit man da durchkommt. Das ist schon. Ist nicht gestorben im Wasser? In die Mühle läuft zumindest. Das Wasser fließt wieder. Schnell und klar. Hell und sauber. Du bist äußerst mutig. So mutig. So nass. Wir müssen es Quolok erzählen. Heute ist ein Freudentag für das ganze Sumpfland. Kehre zu Quolok zurück. Fette Belohnung. War es nicht so, dass ich irgendwo hinbiegen konnte, mich jetzt einfach? Direkt dahin nicht, aber gibt es nicht ein Ding in der Nähe da, ne? Kann ich mich hin teleportieren? Aber gibt es hier noch was hier oben bei mir, wo ich bin? Da war noch was, ne? Auch von der Seite komme ich ran, fällt mir auf. Von der anderen Seite aber. Von der anderen Seite muss es klappen. Aber auch nicht. Na gut, dann lassen wir uns zu Quolok zurückeiern. Unsere Belohnung abholen. Gut gemacht, schon gut gemacht, kannst du was sagen. Ah. Thank you.
das hier links? Ja, da war es eigentlich okay. Duper, duper. Romani. Komm zurück. Oh. Sieht aber geil aus, die Echse. Der könnte nicht Kröte, meine ich. Mokidomis. Mok erzählt mir dazu das klare Wasser, dass du was neu zu fließen. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebt, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Domine du Schismo. Ah, okay, der Weg östlich ist offen, der stillen Waldes. Mokido Shek, das so. Schrieg, okay. Ich bete, dass du deine Freundin findest, bevor sie ist. Ja, super. Versuchen wir mal. Cool. Gut, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Habt Bock, weiter zuzuschauen. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.